Und willkommen zurück, Freunde, zu Risen 3. So, erstmal hier alles zurückstellen, was ich in der Zwischenzeit verstellt habe. Genau, denn ein paar neue Infos mal wieder. Ich hatte ja neulich mal irgendwann gelernt, Sprüche herstellen hieß das. Damit ist aber nicht gemeint, dass ich irgendwie auf... Da stand irgendwie sowas, du kannst deine Waffen verzaubern oder sowas bei, als Text bei. Damit ist aber nicht gemeint, dass ich jetzt meine Schattenklinge mal eben dann diese Flammenfaust draufzaubern kann oder sowas. Sondern damit ist gemeint, dass ich Spruchrollen herstellen kann, mit Sprüche herstellen. Was auch gewissermaßen Sinn ergibt, nur ich hatte da, meine ich, irgendwas bezüglich der Waffen eben gelesen. So, ansonsten, ich hatte Comments auch nochmal weiter durchgelesen, da wurde mir mitgeteilt, ich probiere mal gerade was. Wenn er da so liegt, kriegt er das ja gar nicht mit. Perfekt! ihr habt geschrieben, ich soll mir bei Baker mal dieses Krallen nehmen. Lernen, genau, hier das da für 500 Gold. Zeig mir, wie ich weil dann wohl deutlich mehr Tiere, die man so killt, eben Krallen fallen lassen oder beziehungsweise eben droppen und man die halt dann wohl alle verkaufen kann und sich diese 500 Gold nach einer Weile eben wieder auszahlen. Dafür schon mal danke. Hier hinter sich gerade war ich noch gar nicht. Vielleicht ist hier auch irgendwas Sinnvolles. Nein, nur zwei Fische, na toll. Okay, dann, wo wir gerade hier schon vorne in der Ecke sind, wollte ich einmal viel von dem Plunder, den ich so habe, bei Rumold verkaufen. Ich glaube, ich hatte auch schon einiges verkauft, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Verkaufen will ich Plunder, genau, ich hatte ja schon ziemlich viel hier verkauft. Und mir wurde gesagt, also diese Sachen hätten wohl wirklich keinen tieferen Sinn, sondern was tieferen Sinn hat, sind die legendären Gegenstände, die man sammeln kann. Das müssten insgesamt so 10 Stück oder sowas sein. Naja, von daher kann ich diese Sachen eigentlich auch alle verkaufen, ne? Nur hier steht das eben so, ja, von unbekannten Herrscher. Da denkt man sich eben, gut, vielleicht wird das später halt noch wichtig. Gut, ja, die Sachen hier ansonsten können wieder der ganze Müll hier wieder raus. Auch sowas wie Pfeife, Besen und sowas. Man braucht halt plötzlich irgendwie mal einen Besen, um dann irgendeine Sidequest machen zu können. Na gut, machen wir es einfach mal so. Okay, und mir wurde mitgeteilt, nachdem ich diese Wasserproben-Quest für Maurizio gemacht habe, dass ich danach dann bei Maurizio noch einen neuen Zauberspruch lernen kann. So ein Eishagel oder sowas ist das, glaube ich. Da wollen wir mal gerade noch hingehen und gucken. Und direkt noch was hinterher. Ich hatte jetzt mich auch nochmal erkundigt, wie das überhaupt mit dem Storyverlauf von dem ganzen Spiel so ist, weil man hier nicht wirklich eine schöne Übersicht in dem Sinne hat. Und zwar müssen wir wohl, also der Alvarez, weil wir den Kapitän Alvarez, weil wir den wohl schon von dem Vorgänger Risen kennen, mit dem weiterreden, dessen Quests weitermachen und so. Mal gucken, ob er uns noch zaubert. Nein, konnte er nicht. Okay, mit ihm weiterreden etc. Und das bringt uns insgesamt in der Hauptstory dann eben weiter. Gut, jetzt müsste ich Maurizio mal gerade wieder finden. Liegt der hier schon wieder? Er liegt immer in seinem Bett, die faule Tüte. Ohne dich hätte es ewig gedauert, diesen Zauber zu ergründen. Achso, sehr schön. Ja gut, jetzt konnten wir da... und jetzt können wir hier auch einen Splitterhagel lernen. Eisiger Griff würde auch gehen, aber ich nehme jetzt mal den Splitterhagel bei. Wenn alles gut geht, sollte dein Gegner von Eispfeilen durchbohrt vor dir liegen. Das Schöne ist, dass die Pfeile nicht zurückverfolgbar sind. So, und dann könnte es, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es könnte dann sogar so sein, dass man diesen Splitterhagel, der ist sogar Schaden 60, Reichweite ist auf Nahkampfbasis, Cooldown 20. Der da macht ja Schaden hier 10 pro Sekunde, Radius 8, Cooldown 40. Dass das wirklich, weil es schön unabhängige Zauber sind, dass man vielleicht sogar beides wirken kann, wenn ich in ganz viele Gegner dann reinlaufe. Müsste man mal gucken. Wobei, ist der Splitterhagel denn jetzt AOE? Weil wenn hier steht Reichweite Nahkampf, dann schreit das eigentlich so nach... ist nicht unbedingt... Moment, was ist das? Hä? Achso, ich könnte den auch herstellen. Ja, okay. Nee, das brauche ich jetzt aber nicht. Dann schreit das so extrem nach... ist ein Einzelzielzauber. Gut, dann kehren wir jetzt mal wieder zurück zu Antigua, wo wir dann auch die Quest dort weitermachen. Zack. So, wir nehmen Bones mit. Achso, genau, ich habe das schwarze Herz ja von dem Schattenlord gesammelt. Erstmal reden wir darüber. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen?
Wie ich schon sagte, zeige es einem Schaman. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann. Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Okay. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay, okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. Okay. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann soll er mal mitkommen. Komm mit. Sicher. Und wir porten uns da vorne hin. So, welche Quest machen wir gerade jetzt eigentlich nochmal genau? Kristalle organisieren, okay. Und ich glaube, da waren wir letztes Mal. Da war dann kein Kristall mehr, sondern wir wollen jetzt zu dem da hinten dann gerade mal laufen. Und zusehen, dass wir vor allem diese Quest für Alvarez da weiterbekommen, weil ich brauche auch nicht unbedingt auf jeder Insel jeden Nebenquest machen. Und dann wollte mal zusehen, wie es hauptstory-technisch hier so weitergeht. Kann ich hier hochklettern? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, okay. Müssen wir gerade mal außen rum gehen. Schumidubidu. Kommen wir jetzt hier unten her eigentlich? Ja, das sollte gehen. Toll, man kann unten rum, man kann oben rum, nur straight durch die Mitte nicht. Und mir wurde auch noch empfohlen, das Schmieden zu lernen, um bessere Rüstung zu bekommen, mal ganz so am Rande. Wobei, da bin ich jetzt nicht weiter drauf eingegangen, in den Comments mit einer Antwort oder sowas. Ist es nicht so, dass... Oh, der hat jetzt einfach so ein Kristall. Oh ja, perfekt. Ist es nicht so, dass man mit dem Schmieden sich nicht nur eigentlich schwere Rüstung herstellt, also sowas, was irgendwie dann, was weiß ich, was erhöht und nicht wirklich Wächtersachen erhöht, so? Würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. So, Kristalle. Hier hast du deine drei magischen Kristalle. Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Antigua einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. Oh, 500, nice. Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Mein Gefühl Viel auch. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Okay, so, was konnte er mir nochmal beibringen? Also ein Zeug, alles nicht so wichtig. Okay, ich lerne wie gesagt lieber erstmal so die Sachen, die man einmal lernt und nicht, wo einfach nur ein paar Punkte verbessert werden. Gut, auf Antigua. Flynn will, dass er seinen Bruder Quinn aufsucht. Anscheinend hat er Bruchstück einer alten Waffe in seinem Besitz. Ich soll es irgendwo auf Kila versteckt halten. Na gut, dafür müsste ich jetzt auf eine andere Insel. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Magische Kristalle im Lagerhaus. Ich glaube, wir waren aber doch schon im Lagerhaus, ne? Weil das haben wir doch letztes Mal schon komplett ausgeplündert und da nichts mehr groß gefunden. Dann mal schauen, wenn wir hier reingehen. Also irgendwo hier müsste es jetzt ja quasi sein. Und dann entweder hier oder in der oberen Etage, aber an beiden Orten konnte ich letztes Mal ja nichts verbuchen, so. Truhen hier sind schon leer. Keine Ahnung. Der Astralsicht sehe ich hier vielleicht irgendwas, was mir sonst verborgen bliebe. Nope. Oder kann ich noch ein Stockwerk höher? Oder eins tiefer? Also in den Keller meinte ich jetzt. Nehme ich mal auch beides Nope an. Oh, ach, hier kann ich jetzt... okay, was? Artefaktorium ist das. Okay, hier kann ich Zauber herstellen. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wofür es ist. Ich will das natürlich irgendwie nicht machen, weil... Ja, es kostet immer magische Kristalle. Ist ja irgendwie nicht so schön. Aber schon mal gut zu wissen. Der Wächter Ramon hat einen Dämonenjäger auf Antigua gesehen. Ich sollte ihm in der Taverne nach ihm suchen. Gut, dann machen wir das jetzt eben gerade mal. Die Taverne müssten, also müssen in Anführungsstrichen wir sowieso mit allen einmal durchquasseln. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten.
Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Naja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Wie, was? Etwas genervt, der feine Herr. Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich kann es mit mehreren Höllenhunden gleichzeitig aufnehmen. So, so, gleich mehrere sogar. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Das kenne ich. Du versuchst nur deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Auf jeden Fall. Bla 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 bla. Ja, wir fühlen uns gewachsen. Wo genau hin? Willst du vielleicht noch einmal fragen für die Map? Dann geh du. Gut. Komm, er geht vor, ich folge ihm. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Ach, wir machen das jetzt einfach einmal. Danach geht's zurück in die Taverne, da reden wir dann weiter. Aber ein paar Mobs schnetzeln ist nie schlecht, wir könnten Splitterhagel ausprobieren. Haben den NPC dann wahrscheinlich gleich, ich nenne es mal, abgearbeitet. Das passt schon. Und jetzt schon der nächste NPC wieder rum, vielleicht können wir den ja gerade mal so zeitmäßig anquasseln. Hey, dieser Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Was für Freunde? Gehörst du nicht zu Spencers Schlägern? Nein. Schwein gehabt. Hätte schwören können, dass du einer seiner Geldeintreiber bist. Sei es drum. Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Es gibt Schlimmeres. Um Seele. Du hast leicht reden, deine Taschen strotzen sicher voll Gold. Aber wenn du nichts auf der hohen Kante hast, ist es ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du... Bla 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 bla. Ich sehe mich da nach oben, mache ich auf jeden Fall. Fuck.
Ich habe nichts von umsonst gesagt, weil du so als Futter endest. Sonst als Futter. Ja, ich doch. Gold wäre schon nicht schlecht. Okay, so, wo ist der Typ da? Dann gehen wir mit dem jetzt erst einmal weiter. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Abwarten. Habt ihr Angst? Bla bla bla, nein, wir haben keine Angst. Los, lass uns weitergehen. Mob schnetzeln. Sehen noch keinen Mob. Da hinten haben wir schon mal irgendwo ein Feuerchen. Oh, es geht schon wieder über so in Schattengebiet. Oh, jetzt habe ich den Zauber direkt gewastet. Das war irgendwie nicht so nice. So, dämonische Krieger. Die heißen jetzt hier nicht Scherge, sondern eben so meinen Weg. Wir metzeln einfach alles platt. Ist sowas jetzt auch Krallenfallen? Nee. Komm, lass uns weitergehen. Hier kriegen wir wieder Schattenwaffen, die aber irgendwie nicht so viel wert sind. Egal, wir nehmen's mit. Was denn sonst? Und jetzt, wenn ich hier mal das da ausprobieren. Das scheint einfach quasi einmal ein stärkerer zu sein. Aber hey, ist ja auch nicht schlecht. Schattenwaffen schön mitnehmen. Bam, bam. Bam. Haben wir jetzt eigentlich schon die Vierer-Kombo? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wenn ich das mal. Ne, jetzt noch die Dreier, ne? Dann werden wir noch weiter upgraden. So. Bla 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 bla. Wie will er irgendwas anstellen? Keine Bezahlung. Ich habe ein Schiff. Naja, noch ist es mehr so ein. Naja, Gut. Nice. Weiß ich nicht, was alternativ bei dem Mal helfen bei rumgekommen wäre. Und hier geht's wahrscheinlich zu dem nächsten Schattenlord, nehme ich mal an. Ich würde sagen, wir blättern erst einmal gerade unsere Quests hier durch. Griffith wurde in der Stadt verjagt, bla bla bla. Ich brauche noch die Piratenbörse. Achso, das ist das. Dann können wir vielleicht die uns mal gerade organisieren. Scheint so, als hätte die jemand, der in der Taverne ist. Dann sehen wir mal gerade zu, dass wir seine Sachen wieder kriegen. Aber ich muss sagen, so auch diese Städte hier, die gefallen mir so auch ganz gut. Schön gemacht. Einfach schon die, in Anführungsstrichen, Detailliebe, dass hier mal so ein paar Hölzer rumstehen und so ein Zeug. Und nicht einfach alles so leer ist. Es sieht eben sehr, sehr bewohnt und so aus. Finde ich ganz das gut. Herzstück Pirat, Mac. Meinst Mac haben wir ja schon mal gesprochen. Da brauchen wir noch die Glimbjekte. Stört das irgendwen? Oh ja, stört die so ein bisschen. Pirat. Spencer. Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Da war ich schon. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Anscheinend sollten wir den auch schon aus Rhythm 2 kennen. Hast du was zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch, wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Na toll. Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken, hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Ah, aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Er sagt, du hast ihm ziemlich übel mitgespielt. Nicht ich habe die Zeche geprellt, das war er. Wenn der Lump seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja geben. Nein. Wenn ich das tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ganz billig wird das aber nicht. Will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. Okay, langsam kriegen wir auch größere Goldmengen. Wegen Griffith Goldbeutel. Aber jetzt will er wahrscheinlich 1000 Gold oder sowas dafür haben. Haben wir genug Taschendiebstahl? Du solltest ihn gut im Auge behalten. Ach, sollte ich nice. Das? Denkst du, ich bin einer der Typen, die man so leicht beklauen kann? Nein. Als Wirt weiß ich bestens Bescheid, worauf man achten muss. Besoffene Typen und Gold. Also erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Okay. Gut, dann haben wir seinen Beutel ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Jupp. Genau, dann können wir vielleicht gerade ja nochmal dahin gehen und den ihm kurz geben. Und dann würde ich hier die Folge auch gleich schon wieder beenden.
und sehe mir gleich nochmal die Quests dann alle nochmal an, um herauszufinden, mit welcher wir denn jetzt am besten weitermachen. Im Kopf habe ich diese Glimbjekte, die ich aber eigentlich irgendwie nicht so unbedingt sammeln muss. Viel wichtiger ist eigentlich so langsam mal das, was uns für Alvarez und so in der Story weiterhilft. Hier hast du dann Zeug. Hast du dann. Wow. Dafür gibt es auch nochmal rum. Schön. Ansonsten. Mir die Socken, ich nehme das Gold und den Fusel. Lass gut sein, bald dein Kram. Ich will eine bessere Belohnung. Ich will eine bessere. Mehr. Was hat er? Der kann mir doch bestimmt irgendwie. Was für Socken denn? WTF, dann nehme ich halt Gold und Fusel. Ich nehme das Gold. Hätte ich hier. Gold, 10 Gold und Fusel. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne. Ich gebe dir mal ein paar aufs Maul. Erst bringst du mir meinen Krempel. What? Und dann willst mir die Fresse polieren. Ein feiner Kerl bist du. Na los, bringen wir es hinter uns. WTF, ich wollte gar nicht unbedingt mit ihm kämpfen. What? Und warum macht er so viel Schaden? WTF? Bam, 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 bam. Ja, es gibt jetzt irgendwie schön viel Ruhm und so, aber das war irgendwie nicht mein Ziel. Also ich habe mir jetzt sein Zeug wiedergebracht und er wollte dann damit in die Taverne gehen wieder. WTF? Was ist dein Problem? Egal, NPC fertig. Okay, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Tschüss.